Namaste, Namaste, herzlich willkommen, liebe Freunde, beim KI-Report auf YouTube, die Geschichte hinter der Geschichte, die Welt, unser Klassenzimmer, The College of Knowledge. Schön seid ihr bei uns an diesem Montag, 17. Juli 2023. Meine Frau und ich haben etwas Ferien. Wir sind in Engelberg und genießen die wunderbare Bergluft und da ist es auch relativ kühl, also nichts von dieser Hitze, von der man uns aus Südeuropa erzählt und die auch in Basel ganz respektabel während unseren letzten Arbeitstagen war. Ja, es ist einiges wieder gegangen, unter anderem auch, wir verfolgen ja diesen ganzen Prozess, einerseits aus der Sicht der medialen Berichterstattung, andererseits aus der juristischen Sicht und drittenseits meine Deformation professionell, 10 Jahre Projekt Männerpraxis. Ich spreche von Till Lindenmann, den habe ich ja gestern schon erwähnt im Salon, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ich habe ihn nicht angeteased auf YouTube, weil ich dachte, langsam sollte es durch sein, dass wir am Sonntag einen Salon haben auf unserer Partnerplattform, wie übrigens heute Abend, oder heute, nicht heute Abend, ab sofort eben auch. Und darum habe ich das nicht angeteased. Im Gegensatz zum politischen Flohmarkt am Samstag. Also die es noch nicht gesehen haben, weil sie unterwegs waren, weil das Wetter toll war. Vielleicht gibt es einen ruhigen Montagabend mit dem politischen Flohmarkt und dem Salon auf unserer Partnerplattform Rumble. Bitte nachschauen. Aber es gibt wieder Neueres, weil die drei Konzerte, 15., 18. und 20. oder doch, glaube ich, 15., 18. Anyway, in Berlin, drei Konzerte in Berlin im Olympiastadion waren ja bedroht, gefährdet wegen einer Petition. Da hat man Stand Samstag oder Sonntagmorgen, Samstagnachmittag, Entschuldigung, Abend war das Konzert, 75.000 Unterschriften circa gesammelt, natürlich nicht beglaubigt, wie geht das denn auch in dieser Zeit? Und Scherz Bergmann, die Anwaltskanzlei aus Berlin, hat dann wieder Strafe eingereicht oder Anzeige erstattet, eine Abmahnung an diese Petition gerichtet, zusammen mit einer anderen Kanzlei jetzt aus Hamburg, Lichte, die auch die ganze Spiegelgeschichte bearbeiten, Lichte Anwälte. Und sie haben da Abmahnungen und Klagen ausgesprochen wegen der Gefährdung des Free Speech. Und das allein reicht natürlich nicht. Verunglimpfungen und Deformationen. Deformationen, nicht Deformationen in dieser Petition oder wo zum Beispiel stammt, keine Bühne für Täter oder wir feiern keine Täter. Das ist natürlich innerhalb einer Petition nicht statthaft, weil das ist nichts anderes als eine Vorverurteilung von Nichtverurteilten. Das kann man vielleicht in einem persönlichen Post machen, wenn man nicht auf einer Plattform ist, die schnell zensuriert, aber sicher nicht in einer Petition, die auch immer einen offiziellen Charakter hat. Der Berliner Kultursenator Joe Cialo meinte, dass die Petition sei sehr emotional nachvollziehbar. Ich weiß nicht, das kann man auch sagen als Kultursenator, allerdings in einem solchen Fall, wo es auch um viel Geld geht, das sind ja jeweils 60.000 Tickets, die da abgesetzt werden, mit entsprechenden anderen Jobs wie Ordnungshüter, Platzanweiser, Catering, was weiß ich immer, ja, muss man da auf Emotionen bauen, das macht man dann an der Veranstaltung selbst, dafür sind die Künstler und das Publikum zuständig. Aber im Vorfeld sollte man sich statt an Emotionen eventuell etwas mehr an Facts halten, umso mehr, als ja noch nach wie vor gar nichts klar ist. Was im Vorfeld entschieden wurde von der Sport- und Innensenatorin von Berlin ist, dass es gab keine Row Zero, also keine Nullreihe, die Reihe vor der ersten Reihe, darum Zero, und keine Pre- und Afterpartys, die wurden untersagt im Olympiastadion. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt
die Band eine Afterparty machen möchte oder wollte, dann werden sie wahrscheinlich irgendwo andere Räumlichkeiten gefunden haben. Aber man kann es nachvollziehen, natürlich in einem Bauwerk wie das Olympiastadion, das ja dann auch von der Stadt verwaltet und gemanagt wird, kann man das schon mal untersagen. Aus irgendwelchen Gründen, laufende Erfahrung von der Ermittlungen von der Berliner Staatsanwaltschaft, die ja von Amtes wegen ermittelt. Die Petition richtet sich auch an Rohwedder, den Direktor des Olympiastadions. Das ist natürlich völlig sinnlos, weil, das haben wir ja von Daniele Ganzer gehört, das Stadion hat einen privatrechtlichen Vertrag mit der Band Rammstein und da kann man nicht, wenn niemand verurteilt ist in einem laufenden Verfahren, wo es übrigens keine betroffenen Klägerinnen gibt, kann man nicht einfach einen solchen Vertrag künden und wenn, dann wahrscheinlich zu horrendesten Penalties, also Strafen, die dann wiederum die Berliner Steuerzahlerinnen und Steuerzahler betreffen würden. Dann Kayla Schicks, die Dame, die dieses Video mit über 3,5 Millionen Klicks gepostet hat und einen fünfstelligen Eurobetrag dafür kassierte mit relativ, sagen wir mal, dünnem Inhalt. Sie musste jetzt, also das war dann die andere, die Unterlassungsgeschichte, sie musste Passagen aus ihrem Video streichen. Und, aber ein riesiger Schwall von Solidarität ist mit dieser Kayla Schicks. Ich habe sie euch ja mehr oder weniger vorgestellt, was man von ihr halten darf, soll und muss. Das müsst ihr selbst beurteilen. Guckt den Salon von gestern. Aber was mich wirklich aus den Socken jagt, oder man hat jetzt, sie hat jetzt auch Anwälte, warum, weiß ich nicht, also vielleicht will sie das Video durchboxen. Anyway, kassiert hat sie ja schon und für diese Anwälte und für die Anwälte der Frauen, die noch keine einzige hat geklagt übrigens, also auch Shelby Lynn nicht und die einzige Klage ist von dritten Empörungsberechtigten, bei der Stava in Berlin, die das Ganze nur von Social Media Posts und Videos, wie eben von Shelby und von Kayla, mal gehört haben. Und darum muss dann die Berliner Staatsanwaltschaft auf wahrscheinlich Kosten der Steuerzahler von Amtes wegen ermitteln. Nun, für diese Nichtklägerinnen und für die Anwälte von Kayla Schicks, einer YouTuberin, die ein circa 30-minütiges Video gemacht hat, das keine großen Informationen enthält, davon aber jede Menge, hat man Stand Samstag 828.000 Euro gesammelt für Frauen, um diese Prozesse zu führen. Obwohl es, die Geschichte ist ja nicht zwei Tage alt, sie ist ja, ich meine, das Ganze war ja, Vilnius war schon lange her und ins Rollen ist die ganze Geschichte gekommen vor circa 5-6 Wochen und es ist keine Klage eingegangen. Jetzt liegt da ein großer Brocken auf dem Tisch am Geld. Ich bin sicher, wenn das weitergeht, wird das 1 Million Euro übertreffen und ich meine, ist das nicht ein Türöffner, um jetzt erst recht irgendwelche Klagen zu alimentieren. Nun, ich weiß es nicht, ich frage mich einfach. Wir bleiben dran an dieser ganzen Geschichte. Es bleibt spannend und warum ich dran bleibe, ich habe ja etwas angefangen, möchte das auch weiterziehen. Wir haben auch viele Zuschriften bekommen, viele positive, auch einige kritische, jetzt von gestern Sonntag noch nicht. Und darum bleiben wir auf dieser Spur und versuchen uns möglichst wenig von Emotionen leiten zu lassen. Andere interessante Dinge, übrigens, Rammstein wird jetzt auch mit Antisemitismus in Verbindung gebracht vom Antisemitismusbeauftragten Felix Klein. Davon hört ihr aber mehr eben schon heute auf unserer Partnerblatt. Form. Interessant ist, es gibt eine leere Reisekasse, und zwar der Deutsche Bundestag hat kein Geld für Dienstreisen mehr. Bundestagpräsidentin Bärbel Bass, Baby Bruno, AS geschrieben, von der SPD, hat den Abgeordneten bereits vor 1,5 Monaten mitgeteilt, Ende Mai, dass die Reisekasse bereits zur Hälfte des Jahres aufgebraucht ist.
Immerhin waren rund 4 Millionen Euro vorgesehen. Anträgen auf Einzeldienstreisen wird deshalb ab sofort grundsätzlich nicht mehr stattgegeben, heißt es. So wichtig scheinen die Trips der Politiker also nicht wirklich zu sein, wenn man einfach auf sie verzichten kann. Sonst gibt es ja Videokonferenzen, bestens erprobt von der Corona-Zeit. Grundsätzlich wird mitgeteilt, Zitat, wenn ein Abgeordneter eine Dienstreise unternimmt, trägt der Bundestag die Kosten, genau wie ein Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter auf Geschäftsreise schickt, Ende der Mitteilung. Nur welcher Arbeitgeber könnte es sich leisten, so unsorgfältig zu planen und plötzlich ohne jegliches Reisebudget dazustehen? Das ist ja noch nicht so spektakulär. Aber am 22. Juli, also nächsten Samstag, ist ja Christopher Street Day. Und früher, da gab es Demos gegen die Mächtigen. Wir erinnern uns an Bonner Hofgarten in den 80er Jahren oder eben an 1969, als in der Christopher Street in New York Schwule und Lesben gegen Verhaftungen und Diskriminierung auf die Straße gingen. Ich denke, das war absolut richtig so. Nun demonstriert die Regierung einfach mit. Das macht vieles einfacher. Auch Protest und Kundgebung erledigt neuerdings der Staat für dich. Erstmals ist das Bundesinnenministerium dieses Jahr am 22. Juli beim Christopher Street Day, CSD, dabei. In Berlin ist der Marsch der Bunten mit rund 500.000 Teilnehmern das größte Straßenfest der Hauptstadt. Da darf die Politik nicht fehlen. Das Familienministerium ist schon voriges Jahr mitgelaufen. Diesmal hängt sich das Haus von Nancy Faeser, SPD, beim CSD mit dran, mit einem Truck und einer Fußtruppe. Die Kosten würden sich schätzungsweise auf ca. 50.000 Euro belaufen, so eine Sprecherin. Etwas halbherzig liest sich die Mitteilung dann aber schon noch. Den Mitarbeiter des BMI, also des Bundesministeriums des Innern, seien zur Teilnahme am CSD keinesfalls dienstlich verpflichtet. Ja, das wäre ja noch schöner. Das ist beruhigend, finde ich. Vielmehr erfolge das Mitmachen, Zitat, außerhalb der Arbeitszeit und allein aus privatem Interesse. Also man muss noch nicht in einen regenbogenfarbigen Neoprem oder sonst interessantes Kostüm schlüpfen. Es findet ja auch am Samstag statt. Also es ist nicht ein CSD for Friday for Future, sondern ein CSD on Saturday, wie gewohnt. Finanziert also das BMI einen Truck für die privaten Aktivitäten seiner Mitarbeiter? Selbst die Ministerin entscheide kurzfristig und je nach Terminlage, ob sie beim CSD anwesend sei. Ich bin sicher, Nancy Faeser wird sich das nicht entgehen lassen. Sie ist ja so offen und so woke, also die darf bestimmt nicht fehlen. Aber wenn man so unsicher ist und das so vage ist, ob man teilnimmt, also ich weiß nicht, ob das mit diesem Regenbogenbewusstsein beim BMI irgendetwas wird in Zukunft. Da darf doch sehr gezweifelt werden. Und zum Schluss etwas aus der Natur. Wir hatten ja das wunderbare Interview mit Anselmo Renz. Aber wie gesagt, die Natur ist stärker als alles. Ihr wisst ja, wie die Pflanzen sich anpassen, wie die Bäume sich anpassen, wie viel Wasser eine Eiche trinkt, oder? Und gegen die Natur sind, Ironie des Schicksals, selbst die Grünen machtlos. Und das, obwohl viele ihrer Anhänger kaum eine Gelegenheit auslassen, um in allerletzter Weltsekunde noch Herr oder Frau über das kosmisch Ganze zu werden. Was hat man nicht alles schon ausprobiert? Mit zwei Komponenten Epoxy-Klebstoff, mit Cyan-Acrylat-Kleber, sogar mit Beton hat man versucht, sich vor den Lauf der Dinge zu pappen und kleben. Und dann das. Natürlicher Honigtau, stellt euch das vor, liebe Freunde, reichte vor ein paar Tagen aus, um Katrin Göring-Eckardt, die deutsche Bundestagsabgeordnete Bündnis 90 Die Grünen, vom Rat zu fegen, wie sie selbst auf Twitter mitteilte. Also sie muss darauf
ausgerutscht sein. Wahrscheinlich hat sie kein Mountainbike, sondern eher ein Rennrad gefahren. Demnach soll sie der von Blattläusen ausgeschiedene Klebebelag an einer weiteren Verkehrsteilnahme gehindert haben. Die Natur erledigt offenbar auch jetzt die Klebearbeit von selbst. Was muss das für eine ökologische Beleidigung, ja sogar Kränkung für die Grünen und für die Kleber der letzten Generation sein, wenn jetzt die Natur selbst so kleine winzige Wesen wie die Blattläuse in ihre Klebeklimastrategie eingreifen. Ja, liebe Freunde, das soll es gewesen sein. Auf unserer Partnerplattform geht es um vieles. Es geht um Sarkasmus, es geht um Ironie, es geht um eine Kabarett-Ikone. Nein, nicht ich. Bei mir könnt ihr Tickets bestellen für eine kleine Kabarett-Ikone unter info@männerpraxis.ch. 9.9. Engelberg, 14.9. Niederbüren, die Blumenranch, auch eine tolle Location. Und 15.9. Rathaussaal in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, also im Ländle. Schön, wenn ihr dabei wärt. Mein Name Marco Kaimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es werden und bleiben möchten. Amandla, Avetu. Saludos a todos, salizame, man sieht sich.